Viele von euch haben mich gefragt, ob denn bei diesem Projekt von JP Performance, also Jean-Pierre Grimmer, und seiner Yamaha R1, ob denn das so okay ist, was er da macht. Allein die Frage ist eigentlich witzig, weil warum stellt ihr das in Frage, ob das okay ist? Das ist das eine. Zum anderen, es gibt zwei Dinge, unabhängig von der Optik, die ich nicht kritisieren würde, aber wo man verstehen muss, was man dabei eigentlich macht und wie man die Folgeursachen oder die Folgefehler eigentlich auch behebt. Optische Sachen vorweg. Sie wollten das Motorrad ein bisschen optisch verschönern. Dazu wollen Sie das Motorrad vorne tiefer legen, über den Gabelüberstand und das Motorrad ein bisschen in die Länge strecken, dass es ein bisschen länger aussieht, warum auch immer, und somit quasi die komplette Achslänge des Langloches an der Hinterachse nutzen, um die Achse so lang wie möglich zu machen. Zwei Sachen, die optisch anscheinend in dem Fall gefallen, das ist Geschmackssache, das ist mir eigentlich relativ egal. Gehen wir mal auf die eine Sache ein, und zwar fangen wir mit der Hinterachse an, sprich mit dem Radstand und mit der Länge des Motorrads. Grundsätzlich schadet es der R1 nicht mal, wenn das Motorrad länger wird, sondern das ist eigentlich ein positiver Faktor, den wir auf der Rennstrecke auch immer wieder machen, um den Radstand zu verlängern. Das Problem, was dabei passiert, ist eigentlich folgende. Durch das, dass der Radstand länger wird, ändert sich die Hebelwirkung auf das Federbein. Somit habe ich einen größeren Hebel und jetzt könnte man sagen, naja gut, das sind ja ein paar Millimeter, 5, 6 Millimeter drauf geschissen, so nach dem Motto, nee, das ist nicht so, weil das sind erstens einmal, kannst du dadurch wirklich fast einen Zentimeter verlängern und somit ist der Hebel um einiges länger und jetzt kommt eigentlich der Clou der Sache. Das heißt, der Hebel auf das Federbein wird länger, was passiert letztendlich? Viele vielleicht wissen schon, drückt es mal gerne auf Pause und schreibt es unten rein, falls ihr es schon wisst. Genau, die Feder wird zu weich. Warum wird die Feder weich? Klar, Hebel ist länger, mehr Kraft auf die Feder, somit die Feder wird weicher. Obwohl die Feder an und für sich die gleiche bleibt. Also nicht falsch verstehen. So, dadurch entsteht Folgendes, dass mit gleichbleibendem Gewicht das Motorrad quasi tiefer kommt. Was so gesehen, naja, nicht unbedingt so dramatisch ist. Aber jetzt habe ich schon einen gewissen Federweg von meinem ohnehin nicht zu hohen Federweg meines Federbeins quasi vernutzt, benutzt für nichts mehr oder weniger. Und das größte Problem jetzt entsteht eigentlich dadurch, und zwar habe ich ja eine Umlenkung im Motorrad. Ja, dieser komische Knochen, der Link, der quasi unten am Federbein dran ist, nicht alle Mopeds haben die, aber die Yamaha 1 und die meisten Superbikes haben diese Umlenkung. Die Umlenkung ist dafür da, dass ich auch einen Sozius aufs Motorrad packen kann. Also mal ganz einfach, lapidar gesagt. Das heißt, ich kann viel Gewicht drauf packen und das Federbein geht aber trotzdem nicht auf Block, weil die Umlenkung dafür sorgt, dass der Hebel von der Hinterachse oder von dem Hinterreifen, die durch die Kompression von Gewicht und Fahrkompression entsteht, mit zunehmendem Federweg immer weniger wird. Das heißt, theoretisch ist es so, dass die hintere Feder quasi umso weiter sie einfedert, desto härter wird die Feder, obwohl die Feder linear ist und auch relativ linear über den kompletten Federweg quasi fungiert. Das heißt, die Feder wird härter im tieferen Federwegsbereich. So, jetzt könnte man eigentlich sagen, die ohnehin schon zu weiche Feder in der Yamaha 1, die ist von 88 Newton bis 90 Newton, was für Mitteleuropäer wie wir, also ich rede mal jetzt von 78 bis 85 Kilo, ohnehin schon so ein Tacken zu weich ist. Und wenn ich jetzt die Achse noch weiter nach hinten packe und den Hebel somit verlängere, wird die Feder noch viel weicher. Und jetzt kommt das eigentliche Problem, die Feder wird eigentlich dann zu hart, weil ich permanent in einem tieferen Federwegsbereich mich bewege. Durch das, dass im ersten Viertel des Federwegs quasi die Feder zu weich ist und das schon verbraucht wird durch einen zu hohen Hebel. Das heißt, das Motorrad wird tiefer und dabei unkomfortabler, weil ich quasi die Feder in einer gewissen Progression durch die Umlenkung fahre. Das ist das Problem. Wie könnte man jetzt hergehen und das Problem beheben? Relativ simpel, ich brauche eine härtere Feder. Das heißt, wir tun es auf der Rennstrecke, wenn wir jetzt die Achse verlängern, um den Radstand zu verlängern, weil wir das Motorrad stabiler machen wollen zum Beispiel, dann messen wir uns die Achslänge aus, die Schwingenlänge aus und rechnen somit die Federrate. Bei der Yamaha R1, beim verlängerten Radstand kann man mal Pi mal Daumen irgendwas zwischen 95 und 100 Newton gehen. Da kann man nicht viel verkehrt machen, auch wenn man auf der Straße damit fährt. Vor allem, wenn 85 Kilo und mehr drauf lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und schon bin ich wieder in einem höheren Federwegsbereich. Und dann kann die härtere Feder sogar komfortabler erscheinen, weil sie im oberen Federwegsbereich auch viel schöner anspricht, als wenn sie schon durch die Umlenkung in der starken Progression drin steckt. Das ist zum Thema 1. Also, Radstand verlängern, ja.
Wenn es optisch gefällt, okay, hat aber auch einen technischen Vorteil, aber nur mit härterer Feder bzw. darauf angepasster Feder auf die jeweilige Achslänge. Zweite Sache, die Sie machen wollen, Sie wollen das Motorrad über den Gabelüberstand tiefer legen. Das heißt, Sie stecken die Gabel durch, sodass die Gabel weiter über die vordere Gabelbrücke hinausschaut. Wem es optisch gefällt, okay, mir gefällt es nicht so, aber das spielt auch keine Rolle. Es geht dabei mehr oder weniger darum, dass das eigentlich einen negativen Effekt aufs Fahrdynamische zielt. Man muss auch vielleicht dazu sagen, vielleicht wollen die gar keine Fahrdynamik mehr haben, dann spielt es auch keine Rolle. Wenn man nach wie vor eine Fahrdynamik haben will, dann sollte man sich mit diesen zwei Themen durchaus auseinandersetzen. Also durch das Durchstecken der Gabel passiert Folgendes. Das Motorrad wird offensichtlich vorn tiefer, hat einen optischen Vor- und Nachteil, je nachdem. Es gibt aber ein Problem dabei, und zwar bringe ich dadurch mehr Last aufs Vorderrad. Es gibt Motorräder, denen tut das gut. Also das schadet bei manchen Bikes nicht. Bei der Yamaha ist es allerdings so, dass die ohnehin schon sehr viel Last am Vorderrad hat. Und wir deswegen zum Beispiel, auch wenn du zum Beispiel eine Ölinsgabel in der Yamaha hast, dann hast du tatsächlich einen Gabelüberstand. Das liegt aber daran, weil die Ölinsgabel länger ist. Und die trotzdem Gabelüberstand quasi höher ist wie mit der original Kayaba-Gabel. Also bei der Yamaha geht die Tendenz schon in Richtung, ich soll das Moped eher höher machen vorn anstatt tiefer, weil sie eh schon sehr kopflastig ist. Und durch den erhöhten Gabelüberstand mache ich das Bike noch kopflastiger. Was, wenn es fahrdynamisch keine Rolle spielt, egal ist, aber es wird sich im Handling bemerkbar machen, dass das Bike vielleicht vom Vorderrad so ein bisschen ein schlechtes Gefühl gibt und nicht so ganz mehr dahin fährt, wo man hin will. Also man fährt so langsam, dass es keine Rolle spielt. Aber natürlich im dynamischen Bereich spielt es eine sehr große Rolle. Was kann man machen, um das zu kompensieren? Man müsste theoretisch das Motorrad vorne hinten auch tiefer machen, um die Balance wieder herzustellen. Das geht aber im Originalzustand nicht und macht auch keinen Sinn, weil das Federbein schon so kurz als möglich im Originalzustand ist. Also mit 315 mm ist es schon so kurz, also ich kann nicht noch kürzer gehen. Selbst wenn ich ein Federbein hätte, mit dem ich noch kürzer gehen könnte, um diesen Gabelüberstand an der Vorderachse zu kompensieren, hätte ich ein Problem im Schwingenwinkel. Ja, dann wäre der Schwingenwinkel wieder so im Negativen, dass du einen früheren Anti-Squat oder Squat-Effekt, je nachdem in welche Richtung hast, und somit immer die Feder zusammenzieht ab einem gewissen Schwingenwinkel. Also das passiert dann früher, als es ohnehin schon irgendwann passiert, aber somit wäre es dann noch früher der Fall, Bandscheibenvorfall gegen Bandscheibenvorfall ist. Also das würde ich auf keinen Fall empfehlen, wenn die Fahrdynamik noch eine Rolle spielen sollte, würde ich auf keinen Fall den Gabelüberstand erhöhen. Im Gegenteil, ich würde versuchen, die Gabel am Gabelüberstand quasi bündig zu machen mit dem Außenrohr. Das schadet der Yamaha auf keinen Fall. Das kommt hier sogar fahrdynamisch sehr zugute. Das ist natürlich bei jedem Bike ein bisschen unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Bikes, die wollen das so ein bisschen. Es kommt auch immer darauf an, wie der Fahrstil ist. Aber bei der Yamaha ist es auf keinen Fall so. Ich habe erst gestern den Bericht von Thailand gelesen, wo der Carl Crutchlow und der Quartararo sich so ein bisschen über die Yamaha im Regen aufgeregt haben und die sagen, sie haben zu viel Last am Vorderrad. Jetzt könnte man sagen, okay, MotoGP und Serien-Superbike hat jetzt eine mit dem anderen nichts zu tun. Nicht ganz unbedingt. So der Charakter des Motorrads zieht sich so durch, wie so ein roter Faden eigentlich durch die ganzen Bikes. Man sieht es ja, dass die Yamaha R1 in der IDM Superbike, in dem Pro Superstock Cup, ein sehr schnelles Motorrad, was Kurven anbelangt ist, und ein sehr, sehr flowiges Motorrad, einen erhöhten Kurvenspeed, viel Grip am Kurvenausgang und auf der Geraden so ein bisschen die Defizite hat. Und genauso ist es im MotoGP. Also das zieht sich so ein bisschen durch das ganze Band. Und die haben auch relativ viel Last am Vorderrad. Ich verlinke mal den Artikel. Ich glaube, von der Speedweek war das unten in der Beschreibung. Könnt ihr es auch mal durchlesen. Also von dem her schadet es der Yamaha auf jeden Fall nicht, sie vorn anzuheben. Optisch ist es dann vielleicht für JP nicht mehr so ganz der Brüller, aber fahrdynamisch gesehen macht es auf jeden Fall Sinn. Ich sage das aus dem Grund jetzt, ohne irgendjemand anzugreifen. Ich will da gar nicht irgendwie jemand so nahe treten, weder JP noch sonst irgendjemand. Aber ich denke einfach, dass da viel gemacht und getan wird, ohne so diese Defizite, die dann mit einhergehen, zu berücksichtigen. Und deswegen wollte ich mit dem Video so ein bisschen aufklären. Falls ihr das nicht gewusst habt oder irgendwas Besseres dazu wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.